In den deutschen Nationalitätenbildungseinrichtungen, so auch in der Sexader Valeria Dienisch Grundschule, wird der Trachttag jedes Jahr gefeiert. Als Nationalitätenschule legen wir einen großen Wert darauf, dass unsere Kinder die Traditionen, die Kultur der Ungarndeutschen kennenlernen. Mit dem Thema Tracht beschäftigen wir uns mehrmals während der 8 Jahre, sowohl in der Unterstufe als auch in der Oberstufe. Dieses Thema macht den Kindern wirklich großen Spaß, denn unsere Kollegen und viele Eltern und Großeltern haben noch zu Hause authentische Kleidungsstücke. Das bringen sie dann in die Schule mit. Die Kinder können das anprobieren, ein bisschen berühren, besichtigen. Und dann in diesen Stunden beschäftigen sie sich mit verschiedenen Projektarbeiten, mit den Kleidungsstücken, die die Ungarndeutschen früher getragen haben. Heute tragen ganz viele Kollegen und auch Kinder Tracht oder mindestens ein Stück von einem Tracht. Und sie nehmen an verschiedenen Projektarbeiten teil. Ich glaube, das machen sie ziemlich gern. Vielleicht habt ihr auch im Hof gesehen. Sie sind ganz lustig und das machen sie ganz gerne mit. Ich besuche die 4. Klasse in der Valeria Dienisch Grundschule Sexard. Wir feiern heute Trachttag. Wir bringen alte Sachen mit, Kleider, Bibeln und machen eine Ausstellung. Wir singen, basteln, tanzen und spielen Spiele und das macht uns sehr viel Spaß. Ich wohne in Oshunana in einem Bauernhaus und da haben wir viele alte Sachen und heute habe ich eine alte Schere mitgebracht. Die Drittklässler arbeiten gerade an einem Verlobungshandtuch. Viele von ihnen tragen heute ein Stück der alten Tracht. Ich trage einen Hut auf dem Kopf. Ich habe von meinem Vater. Nur jetzt trage ich diesen Hut. Die Schüler der Unterstufe nahmen am Tanzhaus, die der Oberstufe an Sportwettkämpfen teil. Von den 8. Klässlern wurde ein Maibaum vor der Schule aufgestellt. Ich besuche die 8. Klasse in unserer Schule. Ich lerne eine zweisprachige Klasse. Wir haben wöchentlich 6 Deutschstunden und 1 Volkskunde. Ich lebe eine ungarndeutsche Familie, nicht nur meine Mutter, sondern auch meine Großmutter sind Deutschlehrerinnen. Wir plaudern oft zu Hause in Deutsch. Ich finde deutsche ungarndeutsche Tradition sehr wichtig. Heute feiern wir den Tag der Trachten. Die ältere Kinder machen einen Sportwettkampf. An diesem Tag ergänzt man die moderne Kleidung mit einem älteren Kleidungsstück. Ich trage heute einen alten Rock mit moderner Bluse. Das Kleidungsstück, das ich heute trage, haben wir von einer ganz guten Bekannten als Geschenk bekommen. Das kommt aus Murai und es ist mehr als 100 Jahre alt. Das hat noch ihre Mutti getragen. Die Schule hat übrigens eine einzigartige Trachtenschau. Das veranstalten wir jedes Jahr im Rahmen der Kinderschwabenball. Und dort werden fast immer 30, 40 Trachtenkleider vorgestellt. Das bekommen wir von den Großeltern oder von Sammlern. Und die Kinder stellen diese Trachtenkleider vor. Es gibt immer eine Jury und die schönsten Kleider werden sogar mit einem wertvollen Preis belohnt.
In der Valeria Dienes Grundschule ist es am Trachttag gelungen, einen durchschnittlichen Freitag zum Feiertag zu machen.